Es erwarten neue Fonds. Darf man schon verraten, in welche Richtung das da gehen wird? Ja, also wir arbeiten konkret an zwei Punkten. Einerseits haben wir, wie ihr wisst, in unserer Arbeit auch dieses Thema, dass wir die Community einbinden in unsere Arbeit als Portfolio-Manager, nicht indem wir die Fonds sozusagen abhängig machen im ersten Moment davon, was wir an Input bekommen, aber das Universum an Unternehmen, aus denen wir unsere Fonds bauen, da lassen wir unsere Community mitarbeiten und sagen quasi, gibt es Unternehmen, von denen ihr nicht wollt, in denen wir investieren, die wir investieren, und die schließen wir dann auch aus. Und damit gibt es aber auch natürlich ein Ranking an Unternehmen, nämlich solche, die aus Sicht der Community die am besten im Sinne der Nachhaltigkeit wirtschaftenden Unternehmen sind. Und eine der Ideen, die wir schon lange mit uns herumtragen, ist, dass wir ein Best-of machen. Das heißt, ein Produkt, das ausschließlich in die Besten in jeder Kategorie investieren wird. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, wir verwalten auch schon seit längerer Zeit ein Mischfondsprodukt, das eben nicht ein reiner Aktienfonds ist, sondern eine Mischung zwischen unseren Aktienfonds und global tätigen alternativen Anlagen. Das ist ein Produkt, das deutlich weniger schwankt als reine Aktienfonds und Zugang gibt zu Produkten, zu denen der Privatanleger normalerweise keinen Zugang bekommt, nämlich institutionelle alternative Anlagen, wo die Mindestanlagengrößenordnungen von über 1 Million Dollar sind. Aber wir als Fondsmanager die Möglichkeit haben, dort hinein zu investieren und das in eine Hülle gepackt haben, eine rechtliche Hülle, die auch der Privatanleger erwerben darf. Und das Produkt gibt es jetzt auch schon seit ein paar Jahren, hat hervorragend performt im Verhältnis zu dem, was es an Rendite bringt, versus zu dem, wie es schwankt. Und das wollen wir auch in absehbarer Zeit auf die Plattform bringen.